Sie sehen, jetzt ist das Antennenkabel mit dem digitalen Radio und Fernsehen eingesteckt an der Mediabox. Und jetzt schauen wir mal, was beim Netzstecker über das Kabel rauskommt. Sie sehen. Sie sehen, diese Belastung kommt über den Netzstecker. Und wenn ich jetzt das Antennenkabel abziehe, sehen Sie? Die Belastung wird schwächer. Stecke ich es wieder ein. So haben Sie die ganze Netzverschmutzung, die über das Antennenkabel, über die Mediabox reinkommt, auch auf dem Hausnetz nachher. Dasselbe Problem haben Sie bei Powerline. Sehen Sie, wenn ich es berühre. Und wenn ich jetzt das rausziehe, sehen Sie? Powerline wird nicht mehr übertragen. Stecke ich es wieder rein. Powerline wird über den ganzen, das ganze Haus jetzt verteilt. Ich will Ihnen noch einmal zeigen, wie es aussieht, wenn Sie direkt am Ausgang des Antennenkabels messen, wie die Belastung dort ist, diese Netzverschmutzung. Sehen Sie, auf der Stecker. Weil wieder das Antennenkabel eingesteckt ist, ist es draußen. Sehen Sie? Bleibt er still. Die ganze Netzverschmutzung der Antenne wird via Antennenkabel über die Mediabox auf den Netzstecker gegeben und verseucht Ihnen so nachher das ganze Hausnetz.
den Radio aufzeigen. Generell sehen Sie hier Powerline. Ein simples Radio aufgezeichnet. Ist in den Abschirmungen drin, sehen Sie? Sehen Sie mit dem Abschirmstoff. Und wenn ich ihn wegnehme,